So YouTube, hallo, willkommen zurück zu 10 Days to Die. 3.55 Uhr, ich kann das hier mal alles abbauen. Wir haben die Nacht überlebt auf diesem Dach. Weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal brauchen würde. Aber ich wollte gucken, was hier in dem Ding noch war. Irgendwie... Hier ist ja echt noch richtig Party die ganze Zeit. Und ich will ja immer an meine Kisten ran. Und die machen hier echt Stunk und Stress. Oh Mann, ich treffe die auch wieder nicht. So. Ich muss endlich mal... Ey, du lebst da noch. Muss endlich mal aufgeräumt werden. Wo will er denn hin? Ich habe halt Angst, dass hier noch ein Hund ist. Ich gehe mal erstmal nicht von aus, oder? So, die schlafende Dame da erstmal. Die beiden haben so einen Krach gemacht. Die da vor allem, ne? Oh Mann, ich bin echt ein Schützenkönig. Mmh. Oh. Ich mag es, wenn die Pfeile übrig bleiben. Da ist er. Ich würde sagen, den habe ich gesehen. Und der andere muss irgendwo hier in der Wand stecken. Ah, sehe ich nicht. Aber ich hatte das... Da sind noch mehr. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe das Ding doch fast gecleared gehabt. Hier war ich nämlich schon drin. Wo kommen die denn alle her? Die alle vom Dach gefallen? Aber auch die Räume hatte ich ja alle durch. Ist das alles durchgelootet gewesen? Hier waren wir. Hier können sie auch nicht rausgekommen sein. Ich höre nur die ganze Zeit, wie sie schlagen irgendwo. Okay, aber wir haben... Wir haben wenig Wasser. Wir brauchen Wasser. Das heißt, wir müssen zum Händler. Oh. Ich weiß, was ich vergessen habe. Sorry, Leute. Wir müssen erstmal die überlasteten Sachen wegbringen. Ah, ich wirklich im Kopf nicht. Man lässt sich so leicht ablenken. Ich hoffe, jetzt wäre hier die Nacht auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Wir sind echt schon saudurstig. Ja, wir müssen jetzt Wasser trinken. Mulky Water. Ja. Wo ist sie? Da ist sie. Oh Mann. Ah, das klappt nicht, nicht? Doch. Selbst dafür sind wir zu kaputt, nicht? Das ist jetzt eine Scheißsituation. Der war ich schon mal. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Oh, erstmal ablegen.
Ich weiß, wir haben auf jeden Fall Blaubeerkuchen fürs Essen. Aber wenn wir schon schlechte Sachen essen, dann können wir auch die Sandwiches essen, nicht? So, das können wir beim Händler mal verkaufen. Also wir kaufen uns jetzt den, den Kochtopf. Weil ich glaube, ich sehe was anderes nicht. Also die beiden esse ich. Dann sind sie auf jeden Fall weg. Wir haben hier 30 Fleisch, nicht? So, das Sandwich. Okay, wir lassen es mal zurück. Das hier gibt leider auch kein Wasser zurück. Yucca-Samen. Das können wir noch verkaufen beim Händler vielleicht. Pistole, ja, zur Not. Wir haben hier selbstgebautes Gewehr 1 und hier ist ein Level 2. Dann verkaufen wir das noch. Was haben wir hier noch für schöne Sachen? Holzsplitter-Mod. Ja. 10 Sandwiches. Die 308 Dinger. ...61 Plastikdinger erst. Okay. Ja, das Fleisch können wir auch erstmal hier lassen, oder? Das bringt mir jetzt auch erstmal nichts. Okay, ich hoffe, das reicht. Der kostet eigentlich 600. Aber ich gehe da hinten Wasser trinken. Komme, was wolle. Melly Oats. Ah, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt den Kochtopf. Einfach hier rumstehen haben. Oh, Wasser. Ach, auch dreckiges. Ja, wir können uns auch Getränke da holen, nicht? Dann kann ich nicht den Kochtopf holen. Manchmal gehen die Pfeile auch echt einfach durch, ne? Oh oh. Nee, gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Oh, da war noch irgendeine Zeitschrift drin. Liegt ja alles auf dem Weg zum Händler. Die dritte würde ich mitnehmen, falls man einen Tresor findet. Gute Idee. Aber zu spät. Jetzt sind wir schon unterwegs. Wo könnte die Küche sein? Achso, dieses Haus. War hier nicht der Boden kaputt? Boah, erschreckt mich nicht so. Ey, perfekt geduckt. Oh. Oh, durch den Kopf durch. Okay, steht nicht mehr auf. Ah, dreckiges Wasser. Komm, bitte. Ofen ist offen. Shit. Essen. Ganz wichtig. Sogar mit Wasser. Oh, super, super wichtig. Leer, leer. Alles durch, nicht wahr? Tja. Keine erfolgreiche Küche. Klar könnte ich jetzt auch den Keller immer durchgehen in den Häusern. Ich meine, da ist ja schon der Händler da. Dann. Aber. Ups.
Weiß nicht, ob... Immer dieses Geräusch klingt wie ein Hund, dieses... Was soll das? Ah! Sie haben da was im Auge stecken. Oha. Oh. Ein alter Herd? Oh. Essen. Oh, ich hing am Stuhl. Der zappelt ganz schön, nicht? Wow. Aua. Ich hing. Also in dem Haus hänge ich die ganze Zeit an irgendwas fest. Gibt's ja nicht. Zum Glück keine Infektion eingefangen. Du Kakadu. Dafür kriegst du nochmal eine extra. Wer glaubt der, wer es ist? Achso. Leer, leer, leer. Wow. Noch eine Suppe. Okay. Die Küche rettet uns gerade den Tag, würde ich fast sagen. Noch eine Suppe. Okay. Und... Eier mit Speck können wir herstellen, wenn wir denn diesen Kochtopf finden würden. Vielleicht im Keller. Warum stellt ihr euren Kochtopf nicht in den Trockner? Dahinter ist doch auf jeden Fall einer. Oh. Da ist er. Der ist eine Bombe, oder? Der sieht so verdächtig aus. Ist doch sicher irgendwo ein Stolperdraht. Das ist doch eine Bombe, oder? 100 Pro. Schieße jetzt drauf, oder? Es ist gefährlich. Kann ich die Sachen nicht von hier looten? Blinkt er doch. Wow, für Zeitschriften, nicht? Ich hab ganz schwer im Gefühl, dass wenn ich da vorbeigehe, dass es explodiert. Das gehe ich nicht ein, das Risiko. Gutes Haus gewesen, aber zu viel Risiko muss ja nicht sein. Aber wenn die schon so gute Sachen da hatten, guck mal, da geht's auch hinten noch hoch. Ah, da ist wieder nur Benzin drin. Ja. Wirklich, da steht mal ein Kochtopf rum und dann ist es vermutlich eine Bombe. Schöne Scheiße.
Mann, der hat schon alles leer gesoffen. Ich hab grad den Campingstuhl eingepackt. Ein Bauplan. Okay. Das ist ja fast wie die Bibliothek, die ich mir gewünscht habe hier. Oh, jawohl. Das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Badewanne gefüllt. Na? Ah, verdammt, verdreht. So. Wow. Ich dachte, er kommt schneller durch. Hatte ich Glück. Weg mit dem. Ja, die Tür könnte aber für uns noch öffnen. Ja, mach mal bitte. Danke. Er ist immer ein Arbeiter. Man kann das auch erledigen, nicht wahr? Wo führt das denn hin? Führt das irgendwo hin? Nee, oder? Das führt nur wieder zurück. Da ist die Leiter. Das heißt, durchs Bad müsste man, wenn man da hinwollen würde. Nee. Reicht uns. Noch ein Buch. Wir haben noch zweimal Essen, das ist echt... Wow. Echt schon was wert. Das gibt mir auf jeden Fall Ruhe, um die Häuser zu lieben. Oh, noch mehr. Ich liebe diese bunten Sachen. Golden Rod Tea. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir können Wasser trinken. Auf 100%. Das heißt, wir können auch in die andere Stadt rüberlaufen. Boah, hier ist ja richtig, ja. Oh, hab ich nicht gesehen. Sorry. Ah, die sind ja schön ruhig. Ihr seid meine Lieblingszombies. Fast. Fast. Wenn ihr mich nicht töten wollen würdet. Wir hätten so schön zusammenleben können. Ich hätte auch für euch Fleisch gejagt. Aber nein. Nie ist es genug. Man reicht euch die kleine Hand und ihr wollt den ganzen Körper. Nicht mit mir. Schweinerei.
So. Eine weitere Küche, die unsere ist. Hm. Wow. In der aber nicht viel drin ist. Wo kam sie denn her? Und warum ist sie nicht vorher schon losgelatscht? Die sind hier echt still, die Zombies in dem Haus. Bin ich nicht sicher? Okay, tot. Wow. Hinterm Kühlschrank. Da hat sie aber echt verpennt, dass ich da drin war. Na, da ist da noch einer. Nähzeug. Stellt da mal einen alten Kochtopf irgendwo hin. Ich meine, in der ganzen Welt hat hier keiner gekocht oder was? Immer auf Nummer sicher. Okay, keine Pfeile. Okay, okay. Ich meine, hier wären wir auf dem Dach, aber da drüben ist ja das andere Haus. Ja, zu viel. Ah, Keller will ich jetzt auch nicht gehen. So, aber bedeutet, wir können uns jetzt leere Hände nehmen. Und mal schön richtig rein voll trinken. So. Da ist das Flugzeug. Da hinten. Okay, in die Richtung wollen wir später eh. Ah ne, da ist das Safehouse. Und da ist der Händler. Ah, letzte Küche. Oder auch nicht. Da ist er. Da ist er wirklich. Im letzten Haus. Unglaublich. Und nochmal Thunfisch.
Und ein Grill! Sag mal! Dachte, da habe ich gerade was gesehen. Ja, wow. Jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich baff. Jetzt müssen wir ja nicht mehr zum Händler. Jetzt haben wir Essen und die ganzen Sachen. Jetzt müssen wir uns irgendwo halt auf lange Sicht einrichten. Wow. Sir, Sir, halten Sie Abstand, Sir. Sir, ich habe Sie gewarnt. Sir. Ich habe Sie gewarnt. So wichtig, ja, das war richtig wichtig. Ah, wirklich, wir sind die ganze Stadt durch. Und im allerersten Haus, was wir nicht gemacht haben, neben unserem, ist der Kochtopf drin gewesen. Da ist das Safe House, oder? Nee, warte mal, wo? Da ist das Safe House. Also Safe House, das erste Haus, was wir geklärt haben. Wir kamen von hier unten, sind in das Haus und sind nach hier gelaufen. Und haben die ausgelassen. Okay, aber erledigt ist erledigt. Jetzt müssen wir nur erstmal eine Zwischenbasis aufbauen. Also jetzt ist Wasser und Essen nicht mehr unser Problem. Hoffe ich. Ich hoffe, das Fleisch ist noch nicht verdorben. Wir müssen es sofort wegmachen. Weiß, dass du überladen bist. Und das Ding liegt in 400 Metern. Das Problem ist, die Stadt ist quasi geleert, nicht? Also, bis auf die ganz großen Gebäude, aber da dürfte jetzt auch nicht mehr der größte Shit drin liegen. Also, das Working Stiff Tool war schon das Beste hier. Und da war eigentlich nichts drin, außer 18 Wasser oder so. Das war schon gut mit den Toiletten. Das Problem ist jetzt halt, wo die erste Nacht verbringen. Also, oder die Nächte verbringen. Ich glaube, ich finde das Dach da nicht so geil. Erstmal ablegen. So, dann bin ich erstmal nicht überladen. Wichtig. Nochmal essen. Was ist das eigentlich? Und warum liegt hier Strom? Oh, oh. Egal. Wie kann man hier raus? Gar nicht, nicht? Hier drüber halt. So. Bauen wir uns hier einfach ein Shelter ran erstmal. So nur für die Nacht heute. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut, die Idee. Falls sie das kaputt hauen. So. Dann sind wir ein bisschen weiter oben. Dann kommen wir auch an unsere Kisten ran.
Rahmen, Baublock. Wie viel können wir machen? Machen wir 40. Das Buch können wir noch benutzen. Ja, nur damit sie das Licht nicht sehen. Dann machen wir hier zu oder so. Ich brauche doch noch mehr. Bevor ich mir jetzt hier irgendwo was suche und alles umziehen muss für eine Nacht. So, nicht? Lagerfeuer. So stellen wir einfach da in die Ecke. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kiste. Da kommen dann die Nahrungssachen erstmal rein oder so. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Wenn die kaputt geht, dann muss ich, bevor es passiert... Boah, ey, unglaublich. So, das... Oh, wir haben sogar Maisbrot. Ah, dann essen wir das, oder? Ey, wie viel Essen wir in diesen beiden Häusern gefunden haben. Es ist einfach unglaublich. Das ist... Verstehe ich auch nicht. So, Geld kann hier auch rein. Was haben wir noch? Medikamente, das Wasser, Eier. Das Fleisch ist verdorben, nicht? Wo ist das Fleisch? Da ist es. Okay. Bevor es nämlich jetzt verdirbt, machen wir uns... das muss man auch erst verstehen, dass man sich hier Sachen reinhaut. Speck und Eier. Und das Wasser abkochen. 27 Wasser. Ich bin ein reicher Mann. Essen, Essen, Essen. Ja, Essen, Medikamente. Bisschen vorsortieren. Samen. Oh, wir haben sogar noch Dings. Die habe ich wegsortiert. Okay, das dürfte alles sein, oder? Das ist noch Medizin. Das sind noch Kaffee. Hier sind noch Samen. Das sind noch Pilze. Da haben wir auch noch Dings. Und da ist noch Sandwich. Ja, passt, oder? Tja. Achso, die Dinger können wir in die andere ablegen. Das auch. Das gehört auch nicht rein. Die Bretter brauchen wir. Dafür kann das hier rein. Genau. Und wir haben Hunger. Würde ich sagen, essen wir das hier. Wir haben es geschafft damit, würde ich sagen. Jetzt können wir uns auf Pfeile und Co. konzentrieren. Nicht Kisten. Pfeile. Wo sind Pfeile? Was fehlt für Pfeile? Hä? Die Federn? Wo habe ich denn die Federn wieder hingeworfen? Ich hab doch gerade 35 Federn gehabt. Hätte ich die hier mit rüber geworfen? Ja. Okay. Dann nehme ich den Golden Rotty mit. Auf jeden Fall auf die Reise.
Und einmal Speck. Schon 16 Uhr. Ich glaube, wir sammeln eher noch mal ein paar Sachen. Aber ich würde sagen, das ist was für die nächste Folge. Wir sehen uns. Bis dann.